Ich möchte, dass dieser wunderschöne Planet erhalten bleibt. Mama, jetzt sind noch Wahlen. Kannst du nicht auch die V-Partei wählen? Wir sind die V-Partei hoch 3, die Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Wir stehen für eine nachhaltige Politik mit Verantwortung, Veränderungsgedanken und die Vernunft spielt auch eine ganz große Rolle bei uns. Das Ganze begann so vor 4, 5 Jahren, als die vegane Szene sich im Internet vernetzt hatte. Und da hatten wir schon die Gedanken, dass wir das Ganze auch politisch flankieren müssten. Und letztlich sind wir dann im Jahr 2016 gegründet worden auf der Veggie World in München. Nur dort im Bundestag kann man die Gesetze ändern und da wollen wir hin. Wir wollen die Tierschutzgesetze ändern. Wir müssen auf jeden Fall im Bereich Subventionen ran, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit. Überall da ist wirklich viel zu verändern. Unser Wahlkampf sieht ähnlich aus wie von den großen Parteien, nur alles natürlich ein Stück weit kleiner, weil wir noch nicht die Parteienfinanzierung haben und entsprechend die finanziellen Mittel auch noch nicht. Das heißt, wir bezahlen die Dinge alle selber. Also wir haben Plakate genauso, wie wir im Internet unseren Auftritt haben oder unsere Informationsveranstaltungen abends. Aber all das ist natürlich mit Geld verbunden und deswegen leider immer etwas in kleinerer Ausführung. Wenn man über ein Jahr Tag ein, Tag aus investiert, sowas kann man nicht aus Spaß und Jux und Tollerei machen. Das ist todernst. Wir haben wichtige Anliegen. Wir wollen die Welt ein Stückchen besser machen und um nicht zu sagen, wir wollen sie retten. Es geht natürlich um so vieles. Es geht um die Thematik Fluchtursachen. Es geht darum, das Klima zu schützen. Und es hängt halt alles auch mit dieser Landwirtschaft, mit dieser Landwirtschaftsindustrie zusammen. Jeden Tag wird eine Fläche von München an Regenwald gerodet für die europäische Massentierhaltung. Und wenn wir in 50 Jahren noch einen Regenwald haben wollen, dann müssen wir jetzt aufhören damit.